europäisches Top-Talent da drin. Ne? Wird sehr, sehr interessant, sehr spannend zu sehen sein, wie die sich alle entwickeln. Gerade Sidorenko hat einen großen Sprung gemacht. Katzmann war immer sehr, sehr kurz davor, Spiele zu gewinnen. Wenn wir schon bei Milhausen sind, bevor ich hier auf das Spiel zu sprechen komme, Jančarek ja weg. Ljubomir Jančarek gewechselt nach vielen Jahren. Trikot der Postler jetzt für den TTC Ebert Homburg unterwegs. Starten wir also rein. Führt das Einzel des heutigen Abends. Ausgeglichener Start. 1:1. Aufschlag Steffen Mengel. Und schauen wir mal drauf, ob es jetzt weniger Probleme gibt. Erstmal ja, dafür direkt den ersten guten Ballwechsel. Mit dem besseren Ende für Timo Boll, der sich am Ende dazu entscheidet, Richtung Wechselpunkt von Mengel zu spielen. Hat er gut gemacht, funktioniert, 2:1, Ball führt. Der Rückhand Dospin zu hoch von Mengel, auch da lässt Boll sich nicht bitten. Macht den Punkt, 3:1, besserer Satzstart. Und den baut er sogar aus. Ist jetzt besser drin in diesem Abend. Gegen Bertrand zumindest machen die ersten Punkte den Eindruck. Klar, es ist noch eine weite Distanz zu spielen, ist mir bewusst. Aber das ist jetzt. Mengel. Genau das. Er muss selber aktiv werden. Wenn er hier eine Chance gegen den 500er Jubilar haben möchte. Etwas Glück da für Timo Boll. Somit auf 6:2 davon. Trotzdem schöne Reaktion von ihm auf den parallelen Block von Mengel. Entscheidet sich dann mal für die andere Variante. Immer nur tiefe Vorhand. Ist mal etwas unglücklich nicht von Erfolg gekrönt. Und auch der nächste. Die nächste Rallye. Ja, ja, das Rallye zu nennen, ich weiß. Kann man drüber streiten, aber auch das geht dann Timo Boll deutlich verbessert. Sehr souverän zeigt. Nächster etwas glücklicher Ball für Timo Boll. 3:8. Komfortable Führung in diesem ersten Satz. Und wenn er so weiterspielt, dann macht das nicht den Anschein. Etwas anbrennen lassen. Timo Boll. Gute Reaktion und dann mit der Rückhand Druck gemacht. 3:9. 9:3. Und er spielt sich so. Jetzt 7 Satzbälle. Timo Boll. Und er hat sogar noch einen eigenen Aufschlag. Ja, den nutzt er auf eindrucksvolle Weise. 11:3. Der erste Satz ist souverän gewonnen von Timo Boll. Aber wir erinnern uns, gegen Bertrand war das gleiche der Fall. Und danach kam der Müllhäuser. Aufschlag Steffen Mengel. Weiter geht's. Zumindest beim aggressiven Spielstil nimmt er mich jetzt wörtlich. 2 sehr schöne Punkte von ihm, 2:0. Ja. Gute Antwort von Boll. Bahnt er sich eine Rallye an. Der Topspin-Fehler von Mengel, 2:1.
Aber Mängel jetzt mutiger und auch von Punkten belohnt. Ja, und wie? Schafft er es jetzt gut, Druck zu machen? Ja, da ist ordentlich Tempo hinter. Ja, ja. Deutlich besser jetzt von Steffen Mängel. Übernimmt hier jetzt in Satz 2 die Kontrolle über das Spielgeschehen und das funktioniert bisher hervorragend. Ja. 1:5 aus Sicht von Timo Boy. Der sich aber natürlich nicht geschlagen gibt. Der gerade über seine eigenen Aufschläge wieder zurück ins Spiel finden kann. Wie gut zu retournieren. Hohe Kunst. Das ist natürlich dann bitter. Straf der Mängel, der da deutlich zu nah am Tisch stand, den Ball von unter dem Tisch. Hohe Flugbahn, Ball ist da, 6:3. Jo! Aber Mängel pusht sich jetzt. Er merkt, dass hier was geht. Boll hat aber Antworten. Wieder bei eigenen Aufschlag gepunktet, 4:7. Und er kämpft sich nochmal rein in diesen Satz. Wunderschön. Rückhand gegen Topspin. Ja, die Rückhand-Eröffnungen vom Mängel sind gut, aber nicht. Trotzdem weiter in die Führung, 7:5. Steffen Mängel ist ja deutlich besser drin in diesem Spiel. Aber Boll kommt zurück. Schön gelesen, der lange rotationsarme Aufschlag. 7:6, Aufschlagmängel. Das ist wichtig für ihn. Schöner, aggressiver Schub auf Bolls Körper. Zum Fehler gezwungen, 8:6, 6:8. Und da etwas halbherzig hingegangen, hat man gemerkt, gespürt, wie Mängel zögert bei diesem kurzen Flip. Und dann diese wunderbare Antwort. Konterblock mit der Rückhand in die offene Vorhand von Timo Boll. 9:7. Und der lange, schnelle Aufschlag, wie Bertrand ihn das ein oder andere Mal. Gebracht hat, erfolgreich gebracht hat gegen Boll, hat auch hier Erfolg. 3 Satzbälle jetzt für Steffen Mängel. Ersten Wert Boll mit etwas Glück ab. Hat jetzt 2 im Aufschlag zurückzufinden in diesen Satz. Ja, versucht er damit aller Macht. Und da war es nur noch einer. Nur noch 9:10. Und weiterhin Aufschlagball. Oh, und da hat Mängel sogar das Glück gehabt. Der ist da. In Manier eines Rückhandabwehrspielers geht er da unter den Ball. Spielt ihn zurück auf den Tisch und gleich aus. 10 beide. Oh. Starke Antwort. Völlig kompromisslos. Erster Ball, tiefe Vorhand. Und dann nochmal gegen die Laufrichtung. Nächster Satzball für ihn. Platzierung sehr, sehr gut, aber Timo Boll hält mit.
Meine Stimme bricht langsam ein bisschen, ich muss ein bisschen aufpassen. Hinterm Tisch. Aus der zweiten Reihe zurückkommt in den Ballwechsel und den Punkt macht Timo Boll. 11 beide. Und er kämpft sich sogar jetzt selber einen Satzball. Wahnsinnskampf jetzt hier, den Timo Boll uns bietet. Satzball und eigener Aufschlag. Aber Steffen Mengel gibt nicht auf. Vorhand, wieder gegen die Laufrichtung von Boll. Gutes. Sehr, sehr schönes Auftaktspiel hier in der Tischtennis-Bundesliga. Oh. Augenschmausen hier, zack! Aus dem Handgelenk so viel Geschwindigkeit aufgebaut. Eine Reaktionsmöglichkeit für Mengel. Nächster Satzball für Timo Boll. Und der war eigentlich gut. Eröffnungshausspin von Mengel. Qualitativ jetzt nicht so hochwertig. Recht hoch, recht langsam. Boll versetzt ihn. Mengel weiter im Spiel. 13 beide. Wieder die schnelle Aufschlagvariante. Boll war darauf vorbereitet. Und wieder über den Wechselpunkt und danach in die tiefe Vorhand. Zwingt er die Möglichkeit hier mit 2:0 in Führung zu gehen. Aber Mengel kämpft. Und wir. Wunderschön reagiert. Tempo der Gegenspin. Genau das ist dieses durchschlagskräftige Spiel, was ihm so hilft in seinen Matches gegen Timo Boll. 14 beide. Wieder lang, wieder schnell und da ballt Boll die Fahrt, weil er weiß, er ist diesmal da. In der tiefen Vorhand. Der war nicht leicht zu holen. Und Mengel will den dritten dann auch noch da einhaben und der geht leicht. Volles Risiko gespielt. Am Ende etwas unglücklich für ihn, den Punkt verloren. Er kämpft. Erneut. Und gleich da aus 15 beide. Was für ein zweiter Satz bisher. Absolut Wahnsinn. Es ist gut für Mengels Kopf, mal selber wieder einen Satz bei sich zu erkämpfen. Aber nicht so. Das war eine Einladung für Boll. 16-15. Und wieder mit dem Rücken zur Wand. Aber Mengel hat es jetzt schon so oft gezeigt. Er kann das. Aber nicht diesmal. 17-15, die Halle steht. Timo Boll gewinnt Satz Nummer 2 gegen... Abends. Timo Boll führt 2:0. Wenn er das Ding gewinnt, gewinnt die Borussia ihr Auftaktspiel mit 3:1. Und was soll ich sagen? Der erste war eine Menge. Diesmal der lachende Sieger. Aufschlag wird wiederholt. 0-1.
Aber davon lässt wohl sich nicht beirren. Ausgleich. Ja. Und da steht er dann mal in der tiefen Vorhand. Hat das sehr schön antizipiert. Und dann zeigt er auch mal, wie brutal schnell sein Vorhand-Gegentopspin sein kann. Timo Boll 2:1. Ja, bitter für Mengel, der da offensichtlich nicht damit rechnet, wie hoch der Rückschlag da in das Netz kommt. Muss er da die Vorhand vor dem Körper auspacken. Jeder, der schon mal Tischtennis gespielt hat, weiß, eher ungünstig. Aber Mengel, den interessiert das gar nicht. Der schön sich da aus der Halbdistanz in den Ballwechsel zurückgekämpft. Ball immer unter Druck gesetzt. Aber man hört jetzt auch die Borussia Bank. Sie wollen dieses Spiel jetzt nach Hause holen. Mühlhausen immer ein unangenehmer Gegner. 2:4. Langsam gewesen. Schön aber auch gemacht von Menge. Rückhand, Vorhand, nah an den Körper. Lehrbuchmäßig. Und er pusht sich weiter. Bleibt jetzt dran. Lässt sich nicht abschütteln. Steffen Menge. Wir beide. Ich weiß es nicht. Was für ein Ballwechsel. Angefangen mit diesem Chopblock. Und dann da. Und dann der. Und dann ging er leider zu... Also, mir fehlen die Worte. Wahnsinn. Spieler kurz gezeigt, dass sie einfach auch eine unfassbare Menge Ballgefühl und Talent in sich stecken haben. Und der dann wieder lehrbuchmäßig. Gegen die Laufrichtung von Mengel. Keine Chance für den Mühlhäuser. 4:6. Aber eigener Aufschlag. Wollte gerade sagen, aber Boll, der steht jetzt in der tiefen Vorhand. Mengel bleibt drauf. Bleibt dran, macht den Punkt. Hartnäckigkeit macht sich eben doch bezahlt. 5:6. Oh ja. Bitte dran. Etwas suboptimal geht beide. Aufschlag Simon Boll. Alter, was ist denn hier los? Jetzt wollen die aber. Und Mengel, der drauf bleibt und Druck macht und Druck macht und am Ende 6:7. Wahnsinns für das Einzel. Boah. Jetzt alles gerade. Alles oder nichts. Dreht er noch eine halbe Pirouette. Aber Boll, bleibt dran. Druck gemacht, Punkt gemacht. Auf den richtigen Ball gewartet. Und das kann er mit seiner Erfahrung. 8:7, 7:8. Und er bleibt dran. Aber er zeigt Kämpfer und Comeback-Qualitäten. Wie im letzten Satz gesehen, 8:8. Wieder so ein enger Satz. Zwischen den beiden alten Weggefährten aus Deutschland. Und Boll, der immer weiter Druck macht und wird. Der ist dann schwer. Wieder sehr nah an den Körper.
ekelhaft zu spielen. Dann bewegt sich Mengel auch nicht ideal. Somit das 9:8 für Boll. Und er spielt sich jetzt hier zwei Satzbälle. Zwei Matchbälle. Für dieses Einzel und für das erste TTBL-Spiel in dieser Saison. Aber Mengel hat eigenen Aufschlag. Und damit immer noch alle Möglichkeiten. Zu 8. Aber diese Möglichkeiten lässt Timo Boll gar nicht erst aufkommen. Ja, auch Satz Nummer 3. Und damit gewinnt er am Ende verdient und souverän. 3:0 über Mengel, der aber ein wirklich gutes zweites Einzel ganz gereicht hat, was man sich durchaus auch selbst vorwerfen muss, denn es gab Chancen, vor allem für Bertrand in Spiel Nummer 1 und für Mengel in Spiel 4 gegen Timo Boll, die man hat liegen lassen. Somit also am Ende 3:1 der Sieg für die Borussia, die mit, somit standesgemäß gegen Mühlhausen feiert. Wenn wir solche Ballwechsel die ganze Zeit sehen, dann macht das hier doch Lust auf mehr. Das war ein sehr vielversprechendes Auftaktmatch. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß am heutigen Abend. Ich hoffe, Sie ebenso. Ich möchte Sie noch einmal auf zwei kleine Dinge aufmerksam machen in eigener Sache. Am Sonntag hier auf sportdeutschland.tv. Läuft von 9 bis 12 Kids Open TV. Wenn Sie also mal dem Nachwuchs zusehen wollen beim Bundesliga-Spielen, beim Tischtennis-Spielen, Bundesliga, das dauert noch ein bisschen. Wenn Sie sehr, sehr viele interessante Interviews hören wollen, einfach ja, ein kleines festes Tischtennis, so will ich es mal bezeichnen, dann schalten Sie doch ein von 9 bis 12 Uhr. Ansonsten ab Mittwoch wieder gibt es aus dem Arax Center Court Weltklasse Tischtennis in der TTBL. Borussia Düsseldorf trifft auf Grünwettersbach. Ich werde Sie auch dort wieder begleiten. Mein Name ist Sebastian Ungermann. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Regie heute hat Lukas Ziemann geführt. An der Kamera Annika Heuwinkel. Ich wünsche Ihnen noch einen wundervollen Freitagabend, ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns hoffentlich Sonntag oder Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.